Ja, 1:2 Niederlage am Ende im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf bei uns in der MECC-Arena. Bei uns steht unser Torhüter Dominik Reimann, Domme. Am Ende ein 1:2, ein knappes Ergebnis, am Ende dann doch ausgeschieden im Achtelfinale. Wie wird dein Fazit jetzt ausfallen? Wie fällt dein Fazit aus? Ja, dass wir über, ich glaube, 87, 88 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben viel wegverteidigt. Wir haben sehr gute Möglichkeiten gehabt, selber ja, noch mehr Tore zu machen, was wir leider nicht geschafft haben. Und dann sieht man trotzdem, dass das Spiel ja, wirklich bis zum Ende gespielt werden muss und dass wir in der Liga mit Düsseldorf eine Mannschaft haben, die eine Qualität hat und dann kleine Chancen direkt ausnutzt. Sagst schon am Anfang auch Chancen gehabt, dann das 2-0 auch zu erzielen, dann vielleicht das etwas klarer zu gestalten. Ist es dann am Ende der Faktor gewesen, dass man das dann nicht erzielt hat, dass es hinten raus dann auch nochmal knapp wurde, beziehungsweise man das Spiel dann noch verloren hat? Ja, am Ende kann man die restlichen, was waren das, 6-7 Minuten auch zu Null spielen, dann ist man auch eine Runde weiter. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, dass nicht jede reingehen kann, ist glaube ich klar. Aber ja, hätten wir da das 2-0 gemacht, wäre es glaube ich ein anderes Spiel gewesen. Steht dann das 1:2 jetzt, was überwiegt jetzt natürlich erstmal die Enttäuschung wahrscheinlich, dass man ausgeschieden ist, aber andererseits auch ein bisschen der Stolz, dass man ja auch einen großen Kampf gegen ein Zweitliga-Top-Team hier heute geliefert hat, einen schönen Pokalabend, schönen Pokalfight? Ja, auf jeden Fall. Also da können wir bestimmt einige Sachen mitnehmen in die Liga. Aber ja, man ist jetzt gerade noch sehr enttäuscht, dass man es nicht geschafft hat, obwohl man sehr nah dran war. Sagst du schon, am Wochenende Liga geht es dann gleich weiter mit dem nächsten Punktspiel dann in Fürth. Wie sehen jetzt die nächsten Tage aus? Ja, wir versuchen jetzt schnell zu regenerieren, damit wir am Samstag wieder top fit sind und da die nächsten 3 Punkte einsammeln können. Weil in der Liga haben wir die letzten beiden Spiele gewonnen, da wollen wir anknüpfen und unsere Serie ausbauen. Alles klar, dann danke für deine Zeit. Danke. Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, am Ende hier das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Über weite Strecken eine richtig überzeugende, gute Leistung, gut verteidigt. Dann eben auch mit 1-0 geführt, hinten raus dann durch einen Doppelschlag 1:2. Nimm uns mit, so kurz nach dem Spiel. Das ist schwer zu greifen für uns alle gerade. Ja klar, die Menschen im Stadion sind enttäuscht. Wir sehen das auch. Wir wissen, dass wir letztendlich ein Spiel aus der Hand gegeben hatten, was wir in der ersten Halbzeit höher stellen gekonnt hätten und in der zweiten Halbzeit dann einfach konsequent zu Ende verteidigen gemusst hätten. Da waren wir aber, muss man auch ehrlich zugeben, in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut drin. Da hatten wir mit dem Ball, obwohl wir große Räume hatten, nicht mehr diese Kontrolle, was wichtig gewesen wäre, einfach, dass du auch dann ein Stück weit Entlastung bekommst. Trotzdem haben wir die Dinge wegverteidigt, es ist nicht viel passiert. In den Kontern 3 eigentlich richtig gute Möglichkeiten, wo wir nicht gut zu Ende spielen. Und dann ist leider etwas passiert in diesem Spiel, was halt im Fußball ab und an passiert. Wir haben uns einen Konter eingefangen, der 86 Minuten bei 1:0 für uns, weil wir nach vorne laufen, weil wir einen unkonzentrierten Ball spielen, weil wir den Ball, den wir dann bekommen, nicht konsequent für uns einfach behaupten. Und dann spielt sie Fortuna gut in den Gegenstoß und das 2-1, das war einfach, da hätten wir nur stehen müssen, blocken, weil der Gegner im Rücken war und dann wären wir ja zumindest mal in die Verlängerung reingekommen. Es war dann so direkt nach dem Abpfiff natürlich Enttäuschung überall auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es dann auch so, dass aus der Fankurve gleich riesige Unterstützung direkt mit dem Abpfiff auch kam. Also diese Anerkennung auch der guten Leistung, der guten Art und Weise, es war ja auch wirklich eine sehr, sehr leidenschaftliche Leistung. Ne? Ja, das war in der zweiten Halbzeit war's ein Pokalfight gewesen, ja, wo die Mannschaften sich nichts geschenkt haben und ich denke, das haben die Leute auch gesehen, aber es ist trotzdem was für uns ärgerlich, weil es wir kurz vor Schluss hergeben. Ist jetzt in so einer englischen Woche dann natürlich direkt nach so einer zweiten Partie dann schwierig. Erstmal muss man natürlich die Enttäuschung so ein bisschen verdauen, aber es geht dann ja auch direkt wieder weiter. Im Fußball ist es ja oft so, ich glaube, jeder Fußballer hat nach der ersten Enttäuschung auch schnell das Gefühl, dass er es schnell wieder gut machen will. Also es ist gut, dass es jetzt direkt dann am Wochenende auch wieder weitergeht. Das können wir uns doch gar nicht erlauben, auch wenn das jetzt wirklich heute wehtut, ja, dass wir ausgeschieden sind. Aber das heißt es jetzt, dass wir das auch mal für uns zulassen und schütteln. Morgen besprechen wir uns und dann bereiten wir uns gut auf das Spiel vor. Dann heißt es, dass wir im Auswärtsspiel wieder da sind. Auch wenn es jetzt ein bisschen früh ist, dann schon zu weit vorauszugucken, aber trotzdem so dieser kleine Blick, ist es die Art und Weise, die man trotzdem auch mitnehmen kann? Weil das war ja ein gutes Spiel. Ja, ich will gar nicht so weit rein, weil man muss trotzdem sagen, gut war es am Ende dann, wenn wir es auch heute über die Zeit bringen und auch in der zweiten Halbzeit noch konsequenter weiterspielen und uns auch vorher schon den Deckel aufmachen. Es waren schon Dinge, die wir uns zuzuschreiben haben, dass wir heute nicht als Sieger den Platz verlassen haben. Alles klar, Trainer. Dann erstmal vielen Dank natürlich und ja, alles Gute dann für die kommende Zweitliga-Aufgabe dann bei Greuther Fürth. Dankeschön.